Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nennen wir das Modell 401 aus der Burda Curvy 224. Das Kleid ist durch den ausgestellten Rock und die weiten Ärmel sehr luftig und leicht. Dank der Raffung an der vorderen Mitte und der Taillenabnäher ist es dennoch figurbetont und feminin. Die Bindebänder an den Ärmeln und am Ausschnitt machen dabei den Charme des Kleides aus. Zusätzlich zu deinen üblichen Nähutensilien benötigst du einen nahtverdeckten Reißverschluss, aufbügelbare Fixiereinlage, farblich passendes Nähgarn und einen leichten Stoff. Wir verwenden einen Crepe aus Viskose. Falte den Stoff laut Zuschneideplan und stecke die Schnittteile fest. Zeichne mit Lineal und Schneiderkreide die Nahtzugaben an und schneide alle Teile entlang der Kreidelinien aus. Übertrage mit Hilfe von Kopierrädchen und dem Burda Style Kopierpapier die Nahtlinien und Markierungen auf die linke Stoffseite. Schneide die Besätze zusätzlich aus Bügeleinlage zu und fixiere sie mit dem Bügeleisen. Los geht's mit dem Nähen. Stecke die Abnäherlinien aufeinander und steppe die Brustabnäher am Vorderteil und die Taillenabnäher am Rückenteil und am Rock. Bügle die Brustabnäher nach unten, die Taillenabnäher jeweils zur Mitte. Weiter geht's mit den Bindebändern. Falte die schmalen Bandenden zur linken Seite um. Falte anschließend das Band längs zur Hälfte und stecke die Kanten aufeinander. Steppe entlang der langen Bandkante, schneide die Zugaben zurück und wende das Band mit Hilfe einer kleinen Sicherheitsnadel. Nähe so alle vier Bänder und bügle sie anschließend. Bügle für den Tunnelzug der vorderen Mitte die Zugaben der unteren Schmalseite und der inneren Längskante zur linken Seite um. Lege den Tunnel links auf rechts auf das Vorderteil und steppe ihn schmal neben dem Bügelbruch fest. Wiederhole das gleiche für das zweite Vorderteil, lege die Vorderteile anschließend rechts aufeinander und stecke und steppe die vordere Mittelnaht. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Lege anschließend die Rückenteile rechts auf das Vorderteil und stecke und steppe die Schulter- und Seitennähte. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Lege auch die vorderen und rückwärtigen Rockteile rechts aufeinander und stecke und steppe die Seitennähte. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Ziehe nun mit Hilfe einer Sicherheitsnadel die Bindebänder in den Tunnel der vorderen Mitte ein. Stecke die Bandenden am Halsausschnitt fest. Lege nun das Oberteil rechts auf den Rock. Stecke und steppe die Ansatzkante, die Seitennähte und Abnäher treffen jeweils aufeinander. Versäubere die Zugaben zusammengefasst und bügle sie nach oben. Jetzt kommen wir zum Reißverschluss. Versäubere zunächst die rückwärtigen Kanten des Kleides. Stecke eine Hälfte des Reißverschlusses fest. Die Zähnchen beginnen an der Nahtlinie am Halsausschnitt. Verwende zum Nähen das spezielle Reißverschlussfüßchen für Nahtreißverschlüsse und steppe den Reißverschluss bis zur Markierung fest. Stecke und steppe die zweite Seite anschließend genauso fest. Lege die Rückenteile rechts aufeinander und stecke und steppe die rückwärtige Mitte von unten bis zum Reißverschluss. Bügle die Zugaben anschließend auseinander. Lege nun die rückwärtigen Besätze rechts auf den vorderen Besatz. Stecke und steppe die Schulternähte und bügle sie auseinander. Versäubere die Besatzinnenkante. Lege den Besatz rechts auf den Halsausschnitt und stecke ihn fest. Schlage die rückwärtige Besatzkante 5 mm vor dem Reißverschluss nach außen. Falte anschließend den Reißverschluss nach außen und stecke ihn über dem Besatz fest. Steppe nun entlang der Halsausschnittkante. Schneide in der vorderen Mitte und den Rundungen bis kurz vor die Naht ein. Lege den Besatz in den Ausschnitt und steppe ihn schmal auf den Zugaben fest. Lege den Besatz nach innen und bügle die Kanten. Nähe den Besatz von Hand auf den Reißverschlussbändern an. Falte nun die Ärmel rechts zur Hälfte und stecke und steppe die Ärmelnähte. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander.
Bügle an den Tunneln für die Handgelenke alle Zugaben zur linken Seite um. Stecke den Tunnel über der markierten Linie fest und steppe jeweils schmal neben dem oberen und unteren Bügelbruch. Falte die Ärmelsaumzugaben nach innen um, schlage sie zur Hälfte ein und steppe den Saum fest. Ziehe die Bindebänder mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in die Tunnel ein. Stecke den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt. Die Seiten- und Ärmelnähte sowie die Querstriche an Ärmel und Vorderteil treffen aufeinander. Der Querstrich der Ärmelkugel trifft auf die Schulternaht. Steppe den Ärmel fest, versäubere die Zugaben zusammengefasst und bügle sie im Bereich der Ärmelkugel in den Ärmel. Jetzt fehlt nur noch der Saum. Bügle die Saumzugabe nach innen um, schlage sie zur Hälfte ein und steppe den Saum fest. Und schon ist unser Kleid fertig. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.